Leute. Papa natürlich. Outfit-Check! Outfit-Check! Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video! Eigentlich ist das nicht so lustig, weil mein Papa das letzte Spiel in seiner Karriere. Traurig. Trotzdem ist es natürlich eine große Freude, denn er steht mit seiner Mannschaft im Finale. Und das ist sein letztes Spiel. Und wir sind jetzt aktuell in Vorarlberg und heute ist das Finale Bregenz. Gegen Handball Tirol. Jetzt fahren wir zum Spiel. Let's go! Leute, gerade so ausgestiegen und wer ist da? Der Superstar! Bist du gespannt schon auf das Spiel? Sein letztes Spiel heute. Warte, nicht vom Rettungswagen, Digga. Was willst du vom Rettungswagen? Der Superstar, komm jetzt. Push dich jetzt mal. 2 Stunden fängt das Spiel an. Push dich, komm jetzt. Bisschen. Aufwärm, ich mach mit, Junge. Ich mach mit, komm. Okay. Heute mein letztes Spiel, Leute. Und das besonderste Spiel, weil ich möchte Cup-Sieger werden. Kommst du auf jeden Fall nachher wieder feiern mit, oder? Ich feier mit dir mit, ne? Ja, und du bist auch im Fernsehen. Du rastest immer sehr leicht aus. Ja. Superstar, komm jetzt! Du brauchst Energie nach der Disco. Also, okay. Danach gehen wir in die Disco. Du musst deine Kräfte heute einteilen, okay? Ja, Junge. Du willst das machen, ne? Ja, Mann. Ja, komm, let's go. Da kommen schon unsere Freunde, unsere Fans. Ja. Es ist jetzt gerade 1,5 Stunden vor Spielbeginn oder so. Gibt es irgendwelche Fragen, oder? So, Tina, dein Tipp für heute? Schwarz, natürlich. Ja, natürlich. Richtige Antwort, danke! So, Lee, was denkst du, wer gewinnt heute? Papa natürlich. Weil Tirol ist die richtige Antwort. Ricci gewinnt heute. Ja, genau. Sicher, ich denke auch, ja. Ricci ist Maschine, so. Ja. Er macht 10 Tore und dann schauen. Aber Bregen spielt auch gut. Er hat gestern gute Handball gezeigt. So. Bla, bla. Wird interessant. Ricci ist richtig Maschine. Danke. Mit Ricci schon gespielt, so ich weiß das. Let's go. Dein Tipp für heute? Mal schauen. Handball Tirol ist die richtige Antwort. Tirol. Ricci war super. Maschine. Ja, danke. Richtige Antwort. Die 18 Komm, Papa! Okay, jetzt entspannt, Leute! Jetzt entspannen! Komm, Papa! Komm on! Komm, Papa! Komm! Jetzt ist Abschluss, Jung! Komm! Komm, Jung! Komm, Jung! Ja! Komm! Digga, was ist ein Spiel? Jetzt! Komm, Papa! Es ist so spannend, Leute! Ja, Junge! Komm, ich schuhe! Die Stimmung ist echt krass. Ey, Digga, die schreien so! Ich hör nichts mehr, Mann! Digga! Seid mal leise, Mann! Ich hab keine Stimme mehr! Ey, seid mal leise! Deiner Dario hat gerade rote Karte bekommen! Es gab gerade Verschlingerei! Blaue Karte und rote Karte! Aktueller Spielstand 13:12. Das ist krass. Und jetzt gibt's gerade Diskussionen. Jetzt gibt's gerade Diskussionen, Leute. Es gibt gerade eine kleine Auseinandersetzung. Mein Dad bleibt ruhig. Mein Dad bleibt ruhig. Er bleibt ruhig. Alles gut, Jungs. Alles gut. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt gerade hat auch noch mein Dad 2 Minuten bekommen. 2 Minuten. 7 Meter. Ja! 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 Es ist so ein krasses Finale!
eine rote Karte für die Gegner. Noch 12,5 Minuten zu spielen. Gleichstand, ist so spannend. Wolfsburg. Leute, das ist wahrscheinlich die letzte Teambesprechung im ganzen Spiel. Ihr steht unentschieden und wir haben Angriff. Das ist das spannendste Spiel, was ich je geguckt habe, Digga. Fans sind so lustig. Die glauben, ich würde das richtig drücken, so weißt du, so dass sie verloren haben. Und dann kommen sie zu mir so nach dem Spiel so, na ja, 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 und jubeln so vor mir. Es war so lustig. Ich habe fast ein Lachfleisch bekommen, ehrlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hey. Und? Wie fühlt sich? Voll angenehm, voll kuschelig. Das ist das, was zählt, gell? Baby. Oh Gott, ich rein, guck, geil, Kacke, Digga. So, Richie, wie geht's dir jetzt nach dem Spiel? Ich bin sehr müde. Du hast doch ein bisschen hier was beim Auge abbekommen. Ich habe gar nicht mitbekommen, aber es kommt immer wieder mal vor. Ein Ellbogen. Und da habe ich auch gesehen, du bist ein bisschen ja, blau irgendwo. Ist alles angeschwollen irgendwie. Anderes. Aber du, Leute, das gehört dazu zum Sport. Das ist einfach so. Leider ganz, ganz schade, dass wir gestern verloren haben. Wirklich. Aber es war sehr emotional gestern. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Unglaublich cooles Publikum gewesen. Die meisten waren gegen uns, aber war trotzdem cool zu spielen. Die Stimmung war echt gut. Aber du sagst doch immer, du spielst viel besser, wenn die Leute gegen dich sind. Ja, stimmt. Das macht viel Spaß.
Aber natürlich ist es auch cool, wenn die Leute für uns sind. Also, ja, natürlich. Aber es ist egal, Hauptsache es sind viele Zuschauer da. Die Motivation ist noch mal größer, wenn man ausgebucht wird. Und denen das erst recht zu zeigen. Genau. Gell? Stimmt. Das und ihr habt cool. Es ihnen eigentlich auch zu Recht gezeigt, aber... Zeitweise. Schiedsrichter, buh. Nochmal schöne Grüße an die Schiedsrichter. Ich werde die Größen... Das ist okay. Auch ein Video. Das Video besteht aus sehr viel Pieps. Meine Familie sehr emotional beim Handballspielen. Ja, sobald einer von uns irgendwo sportlich aktiv ist, fiebern wir alle. Wenn du zum Beispiel laufen gehst am Vormittag, sind die machen wir dann eben so, hey Jenny, komm, aus dem Weg, aus dem Weg. Was willst du nach deiner Karriere machen? Ich werde jetzt mit euch auf eine Weltreise fliegen. Oh, Überraschung! Was sind jetzt deine sportlichen Ziele? Hast du sportliche Ziele, Maschine. Eine Maschine zu werden. Papa, Rich ist Maschine. Ich mache jetzt endlich wieder Zeit, richtig viel Kraft zu machen. Mein Papa und ich machen jetzt bei der Weltreise dann immer Training und machen einen richtig kräftigen Muskelaufbau. Voll. Und dann, man weiß nie, was passiert in Zukunft. Also alles, was zukommt, wenn wir uns eh immer alles anders als genau, das wollte ich gerade sagen. Also. Alles, was wir in unserem Leben jemals geplant haben, ist anders gekommen. Deswegen wir planen gar nicht zu viel. Die planen jetzt. Ja, genau, aber auch nur Step by Step, genau. Weil da auch nicht zu viel. Okay, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, beendet wir jetzt das YouTube-Video. Ciao, Leute. Ciao. Lasst dem Video ein Like und abonniert uns. Ciao, tschüss, ihr Lieben.